Die Investitionen, die jetzt nötig sind, sind ja auch deswegen nötig, weil in 16 Jahren unter einer Regierung Merkel fast nichts passiert ist in Sachen Investitionen in die Infrastruktur. Wie würden Sie denn ohne Lockerung der Schuldenbremse weitermachen, so wie vorher, ohne jegliche Reformen? Ja, wie kommen Sie darauf, dass in 16 Jahren nichts passiert ist? Weil wir ja sehen, was wir für einen Reformstau haben momentan. Na, haben wir den? Ist denn das wirklich so, was Sie sagen? Das ist Ihre Meinung, die respektiere ich. Scheint auch die Meinung der Ampel zu sein. Ich weiß nicht, wir haben in diesen 16 Jahren die Arbeitslosigkeit halbiert. Alle Ökonomen in Deutschland. Absolut alle Ökonomen. Weiß ich nicht, ob das so stimmt. Doch. Ich sehe das anders. Wir haben in den 16 Jahren die Arbeitslosigkeit halbiert. Wir haben in den 16 Jahren volle Haushaltskassen gehabt. Und wir haben schwerste Krisen zu meistern gehabt. Schwerste. Denken Sie bitte an die Finanzkrise. Ja, denken aber Sie wir bitte haben nicht so viele Krisen gehabt denken wie Sie momentan. Ich muss leider hier darf ich einfach Ende kommen. Ja, ganz herzlichen Dank nach Nürnberg, Herr Söder. Sie können doch nicht einfach den Satz einfach so unterbrechen und abhören. Wir müssen leider aufhören. Ne, also das war jetzt aber dann ein etwas unglücklicher Start für unser erstes gemeinsames Interview. Denn den letzten Satz hätte ich schon noch gern gesagt, dass wir nämlich viele Krisen